Die Frage vielleicht, die mich jetzt hier nochmal interessieren würde, und das ist tatsächlich, in der Woche habe ich lustigerweise zwei Fragen bekommen zu diesem Thema. Wenn wir data-driven werden wollen, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn das top-down passiert, also irgendwie von Geschäftsführung, Vorstand nach unten in Anführungszeichen mit Budgets hinterlegt, ist das vermutlich der einfachere Weg, weil dann schon mal irgendwie eine Richtung klar ist. Jetzt ist es aber durchaus in Unternehmen so, dass es eben nicht immer genauso gegeben ist. Manchmal ist es vielleicht auch, dass es Mitarbeiter gibt, die Lust haben, mehr mit Daten zu machen, die vielleicht auch sich irgendwie einen Datenbestand aufbauen wollen, die eben halt gerne, ich sag mal, eine Infrastruktur schaffen wollen, um datenbasiert entscheiden zu können. Der Vorstand aber noch nicht so vollends überzeugt ist, sondern vielleicht eher die Sichtweise hat so, ach, das kostet ja nur Geld und eigentlich machen wir das doch alles gerade ganz gut und wir brauchen das doch gar nicht. Und die Preisfrage, die mir gestellt wurde auch tatsächlich, wie mache ich das denn aus Mitarbeitersicht, wenn ich so eine Initiative starten möchte und den Vorstand, Geschäftsführung auch ganz gerne noch überzeugen möchte, weil die noch gar nicht so richtig davon überzeugt sind. Geht das überhaupt? Ja, oder kann ich quasi direkt einpacken? Ja, und grundsätzlich bin ich der Meinung, ist es natürlich so, man kann ja extrem froh sein, wenn man solche Mitarbeiter hat, die versuchen, was zu verändern. Aber ich würde das so sehen, aber ich glaube, das sieht nicht jeder so. Wie macht man das denn? Ja, also top-down ist wesentlich der einfachere Weg. Warum wir nicht immer unterhalten? Ja, reicht dir das als Antwort? Nee. Ja, aber tatsächlich, ich habe das diese Woche auch wieder gehabt, wo wir so ein Gespräch darüber hatten, braucht man jetzt nochmal Unterstützung von oben? Also muss nochmal jemand mit Schulterklappen sagen, das ist aber der Weg. Muss der Weg vielleicht nochmal genauer aufgezeichnet werden, weil es vielleicht noch gewisse Abteilungen nicht mitgekriegt haben. Vielleicht wurde da auch am Anfang ja eher weniger gut kommuniziert. Aber es ist so, ja, top-down ist wesentlich einfacher, Erik, um die Frage zu beantworten. Aber wir reden ja auch immer ganz oft von internes Marketing, sei laut, rede darüber, was du machst und so weiter. Das funktioniert, es ist sehr, sehr anstrengend und ich glaube, du musst halt auch so ein Typ dafür sein. Also wir hatten da auch ein Gespräch darüber zu sagen, ja gut, dann filmt doch mal so die ersten Ergebnisse und dann stellt ihr die im Intranet vor. So ganz praktischer Ansatz. Also wenn ich mich da jetzt filme, also weißt du, es ist so eine Kleinigkeit, du könntest jetzt etwas tun, aber dann auch noch den inneren Schweinehund zu überwinden und zu sagen, ja, okay, das mache ich jetzt. Ich glaube, das tut meinem Projekt gut. Vielleicht frage ich doch lieber mal oben nach, ob jemand eine E-Mail schreibt. Aber jetzt bin ich mal ganz böse. Was ist denn, wenn ich noch gar keine ersten Ergebnisse habe, weil ich erstmal anfangen will und mein Chef der Meinung ist, es ist doch Zeitverschwendung, das brauchen wir nicht. Und ich bin aber anderer Meinung. Wie machen wir das denn dann? Jobwechsel. Ist das so? Okay. Ich hätte jetzt gesagt, okay, dann denk dir halt einen Use Case oder nimm einen Use Case, investier die Arbeit und stell etwas vor und dann kündige, wenn es nicht funktioniert. Ja. Andreas würde halt sofort kündigen. Der Andreas ist nicht so leidensfähig offensichtlich. Ja, die Frage ist ja so, ich bin der festen Überzeugung, dass du Leute nicht überzeugen kannst, die darauf keine Lust haben. So, bin ich feste Überzeugung. Das kriegst du nicht hin. Das ist Kampf gegen Windmühlen, dann kannst du rumjammern, warum klappt das nicht? So, das heißt, was habe ich denn für Möglichkeiten und Angebote, um den auf das Thema aufmerksam und diejenige auf das Thema aufmerksam zu machen? Und das kann man ja ganz leicht wirklich heutzutage sowohl über Social Media als über Konferenzen, was auch immer, ja steuern. Und da werden die Mehrwerte da ja gesehen, vor allen Dingen von Success Stories von Kunden. Wenn das dann noch immer nicht so ist, dann muss man ja auch, das ist ja auch eine meiner Erfahrungen, ich breche ja auch öfter mal Workshops ab, wo ich sage, nee, das ist hier qualifikations nicht hoch genug. Nee, das funktioniert nicht. Bitte nacharbeiten, wir treffen uns in 2 Wochen wieder. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, da so dieses, es ist für mich immer so eine Ausrede und sowas Jammernde, die da oben wollen das ja nicht. Meine Erfahrung ist, ihr habt es doch nicht vernünftig erklärt und habt nicht, wie Olli gerade gesagt hat, mal einen vernünftigen Prototypen hingestellt. Also dieses Rumgejammere, die da oben wollen das nicht. Wenn das Geld bringt, wenn das Geld einspart, Potenziale, Neugeschäft etc., wenn es einfach auf den Business Case runtergerechnet ist, zeig mir den Vorstand oder die Chefin oder den Chef, der dann doch immer Nein sagt, wenn es heißt, wir können Geld sparen oder Geld damit verdienen. Die gibt es. Genau. Das ist genau der Punkt. Das meine ich nämlich auch. Also das wäre tatsächlich mein Ansatz auch. Man sucht sich irgendeinen Case raus, möglichst einen mit einer hohen Hebelwirkung, der in irgendeiner Form Geld bringt oder Geld spart. Und
muss dann einfach im Zweifel auch mal machen und jetzt aus der Mitarbeitersicht auch vielleicht sogar mal in der Freizeit ein Stück weit machen, ne? wenn man es unbedingt will. Man muss halt eben halt wirklich auch den Enthusiasmus haben. Ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Und die Schwierigkeit ist wahrscheinlich, wie finden wir den richtigen Business Case? Ne? Das ist natürlich auch durchaus nochmal eine Herausforderung. Ja, das ist absolut richtig. Aber Andreas hat vorhin gesagt, du musst auch in Hardware investieren. Und ich habe ja eine sehr lange Verbindung auch zum Handel. Und ich habe gerade an diese mobilen Datenerfassungsgeräte gedacht. Früher hat man die Inventur per Zettel und Stift gemacht. Man hat die Artikel gezählt. Ich weiß nicht, wann diese MDE... Das machen heute immer noch welche. Oh, das glaube ich echt. Das wäre ja Wahnsinn. Aber irgendwann muss ja jemand auf die Idee gekommen sein, ey, das können wir doch alles mit ERM-Code und dann machen wir so ein Gerät. Und das ist doch perfekt, das vorzurechnen und zu sagen, deine Inventur mit 20 Leuten dauert in deinem Laden 2 Tage. Hier, nimm dieses Gerät, investier 20.000 D-Mark damals wahrscheinlich noch und kauf diese Geräte und du bist in 6 Stunden mit der Inventur durch. Du hast einen Tag länger offen, du machst einen Tag länger mehr Umsatz, etc., etc. Also sehr, sehr praktischer Use Case, weil bringe ich jetzt die Verbindung von, du musst in Geräte investieren, also auch in Hardware, neues Tablet kaufen, was auch immer, und eben auch vorrechnen und sagen, okay, guck mal, wir machen Inventur, dauert 2 Tage, die Leute müssen bezahlt werden, wir machen keinen Umsatz, kauf diese Geräte und du machst es in 6 Stunden. Also die Bedeutung von diesem Leuchtturm-Case ist, glaube ich, sehr, sehr hoch. Das berichten sehr, sehr viele, die also sagen, okay, dieser erste Case, der hat wirklich diesen Aha-Effekt gebracht bei meinem Management. Und wie ich den hinkriege, ich würde sagen, viele, die ich kenne, sind jetzt nicht so hart gegängelt, dass sie nicht auch ein bisschen Flexibilität hätten, mal das eine oder andere zu machen oder ein aktuelles Projekt oder einen Auftrag ein bisschen zu ergänzen, um doch so eine kleine Komponente, wo dann vielleicht noch eine Analyse uns weiterhilft oder tatsächlich mal ein Modell gebaut wird oder Ähnliches. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Dieser Case, der überzeugt, eben ausgerichtet am Zielsystem des Managements, im Zweifel eben mehr Umsatz oder weniger Kosten. Das ist natürlich dann genau das Richtige. Manchmal ist es übrigens auch weniger Risiko. Das kann auch helfen. Und zu, das ist so der dritte Zielparameter, der immer spannend ist und das, und was nach meiner Erfahrung auch natürlich extrem hilft, Andreas hat ja gerade gesprochen, wie kriege ich die Aufmerksamkeit, ist natürlich Wettbewerb. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein total guter Hebel. Ja, wenn ich meinem Chef zeige, guck mal, unser Wettbewerber hat hier einen Artikel oder einen Vortrag auf einer Konferenz und die erzählen da, wie sie 20% mehr Umsatz gemacht haben, weil sie jetzt Machine Learning eingesetzt haben, dann habe ich in aller Regel schon die Aufmerksamkeit, die ich haben will. Weil da ist natürlich dann so ein bisschen dieses Fear of Missing Out oder irgendwie kompetitiv verschlafen wir gerade was. Also das, glaube ich, das funktioniert auch relativ gut. Also die Frage, mach du es. Die Frage, die ich mir dabei halt immer stelle, ist, diese Chefs und Vorstände, ne, die angeblich das immer alles nicht wollen. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren, mag vielleicht nicht lange sein, ne? Ich kenne diese Menschen nicht, ich treffe diese nicht, ich kenne niemanden, der sich nicht für Daten interessiert. Ich glaube halt immer, diese Beschwerde von unten nach oben ist eher immer eine Ausrede, ich könnte ja, wenn ich wollte. Und das ist das, was ich ganz viel in Projekten immer feststelle. Und es kann doch nicht sein, dass dann ein dahergelaufener Ulbrich oder Wiener plötzlich mal eine halbe Stunde einen Motivationsvortrag halten und plötzlich sagen die da oben, ja, das haben wir immer gesagt und immer gemacht. Also ich glaube, die Kommunikation an diesen Schnittstellen, das Verkaufen, das Marketing, das, was bringt uns das, das auf den Punkt bringen, das nicht in Probleme zu denken und so weiter, sondern in Lösungen. Ich glaube, daran scheitert viel mehr als dieses Missverständnis, die da oben wollen das nicht. So, wisst ihr, also ich glaube, das ist viel eher so das. Und die Mitarbeiter, wenn du jetzt mit Chefs redest, so auf CFO, CEO-Level, ne, die sagen immer, meine Mitarbeiter kommen nicht mit Ideen, ich muss mir alles selber ausdenken. Ich glaube, da haben wir einen ganz starken Knackpunkt, der in Wirklichkeit das Data-Driven, weil du findest doch keine Leute, die sagen, Data ist Quatsch, ich mache alles aus dem Bauch. Es gibt Leute, die sagen, ich kann mir Data nicht leisten. Fair. Aber zu sagen, das ist Unsinn, ich hätte das nicht gerne, also Erik, wenn du mit deiner Truppe jetzt hier kommst und machst für Reporting-Impulse einen Kundendashboard, nehme ich das auch. Nur meine eigenen Leute setze ich da nicht drauf. Ich glaube, die Kritik ist ein bisschen anders. Nach meiner Erfahrung, die ist eher an der Konsequenz. Ja? Ihr habt gerade so schön gesagt, ich muss auch investieren. Und jetzt natürlich nicht nur in Hardware. Und
Also ich glaube, dass das, was du sagst, ist richtig. Das ist strategisch absolut angekommen. Ja, du wirst niemanden auf einer Vorstandsebene finden, der nicht sagen würde, Data und Analytics ist total wichtig und alles. Aber die Frage ist ja, okay, und was passiert denn dann? Und wir sehen halt auch bei etlichen Befragungen jetzt über Jahre, dass das Thema Ressourcenausstattung immer eins der Hauptproblemfelder ist für Menschen, die es dann umsetzen wollen. Ja, da kann ich natürlich sagen, okay, aber wie viel will ich mir leisten und wie viel gebe ich aus? Aber das ist, glaube ich, der Kritikpunkt, der dann eher kommt. Ist ja nicht, dass sie das nicht wollen, sondern dass sie es dann vielleicht nicht genug fanden. Dass sie dann zwar tolle PowerPoints haben, ja, wir werden jetzt alle data-driven, aber dann eben nicht die Investitionsbereitschaft dafür zeigen. Und das kann man natürlich schon dann diskutieren. Ja. Und das zweite Aspekt ist, den hatte ich gerade gestern, da war ich in einer Runde von CDOs, die sich, die überwiegende waren aber Chief Digital Officers, nicht Data Officers, also egal, die haben ja sehr überlappende Themen. Und der meinte, einer meinte eben, naja, das ist ja klar, wenn ich zum Vorstand gehe, da habe ich überhaupt keine Probleme. Ich kriege, ja, die sagen immer, logisch, wir wollen das und du bist der wichtigste Mensch dieser Firma und wir wollen transformieren, sonst was. Und er meinte aber, das Problem ist ja die Mittellayer-Ebene, ja, also das Mittelmanagement, da ist ja da genau das Problem. Da sitzen die Leute auf den Daten und rücken sie nicht raus. Da ist eben Wissen tatsächlich Macht und da kommt er häufig nicht weiter. Und dann geht er wieder zurück und sagt, ja, okay, ihr unterstützt das ja so toll hier, aber in letzter Konsequenz müssten wir den jetzt mal feuern, ne? Weil der ist im Weg, ja, der macht hier überhaupt kein Data-Driven Company. Und dann meinte er so, ja, und dann werden die Diskussionen plötzlich ganz zäh und ganz langsam. Hey. Ja, und dann irgendwie so konsequent. Und ich glaube, da ist diese Top-Down-Thematik auch. Ne? Nicht, dass sie das nicht wollten, sondern die Frage ist ja dann in der Konsequenz, in der Umsetzung. Und da also das ist tatsächlich ein Fall, den hatte ich auch schon mal. Den darf man, glaube ich, gar nicht laut erzählen. Aber da gab es, ich sag mal, eine Gruppe im Unternehmen, ich formuliere es jetzt mal so vorsichtig, wie ich kann, die wirklich Lust auf das Thema hatten, die eben halt auch wirklich Transparenz schaffen wollten. Und dann gab es durchaus eine andere Gruppe, die eben halt genau vor dieser Transparenz tatsächlich Angst hatten, weil sie natürlich auch als Abteilung damit dann plötzlich bewertbar werden oder davor Angst hatten, dass sie anders bewertbar werden. Und die haben es tatsächlich hinbekommen, die ganze Initiative zu stoppen. Ja, das ist, also das war auch so ein Ding, wo wir quasi, ich sag mal, jetzt wie aus der Beratersicht schon so emotional auch durch waren und sagten, super, da fangen wir jetzt ein tolles Projekt an. Und dann kam der Wurfanker im Sinne von, ach nee, doch nicht, wir haben Angst. Also das war, also es ist nie so richtig offiziell gesagt worden, aber so unter vorgehaltener Hand. Ja, das war schon auch ein sehr, sehr krasses Beispiel und das stützt das, was du sagst, Carsten. Also da gab es einfach zwei Interessensgruppen. Und natürlich ist es so, wenn du data-driven wirst, wirst du transparenter und Transparenz findet nicht immer jeder gut. Da ist ja auch dieser Post hier, der da reinhaut in diese Kerbe. Naja, Daten sind im Management nur interessant, wenn sie die eigene Meinung supporten. Ansonsten werden sie auch schon mal ignoriert. Da sieht man ja, was für ein negativ oder gefrustetes Bild in dieser Aussage steckt. Also es ist ja unfassbar, dass sowas gesagt wird und geschrieben wird. Na, also es wird super, dass es gemacht wird, aber es ist halt krass, wie das da oben gesehen wird, nach dem Motto, ich schreibe denen das so hin, wie sie es gerne hätten und reporte denen das so. Ne? Und das ist natürlich Data und Analytics absolut der Feind. Also wenn du gute Dashboards baust, dann passiert genau das Gegenteil. Es tut immer weh. Immer. Ja. Das ist tatsächlich so und das also wie gesagt, ich habe das auch schon erlebt und natürlich ist es, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt mal in so einem Konzern mich als Abteilungsleiter sehe, dann möchte ich natürlich, dass meine Abteilung irgendwie gut dasteht. Ja, und das ist natürlich immer viel, viel schöner, als wenn dann die Zahlen plötzlich offenlegen, dass ich eben doch nicht so gut dastehe und gar nicht so groß. Ja, das ist jetzt das Eingangsbeispiel von dem anderen Thema heute, als wir angefangen haben. Ja, wenn ich zwar große Vertriebszahlen irgendwie hinkriege, aber dann irgendwann rauskommt, dass ich trotzdem nur 50% oder 40% des Potenzials eigentlich nutze, ja, dann ist das natürlich ein ganz anderes Bild, als wenn man nur auf die große Zahl guckt und sagt, guck mal, wie toll er ist. Ja? Also erlebt habe ich das auch schon, ja.